Ja, ich denke, dass eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahrzehnts das Aufstiegsspiel gegen Tennis Borussia gewesen ist. Wir haben in Berlin 2:0 verloren, völlig verdient auch verloren. Hatten dann hier das Heimspiel. Vor dem Spiel kommt Krešo Kovačec, der im Jahr vorher hier noch Torschützenkönig war, hat mich vor dem Spiel zur Aufstiegsfeier von TB eingeladen, weil TB in der gesamten Saison nicht einmal mehr wie ein Gegentor kassiert hat und sie sich also sehr sicher wähnten. Und ich bin dann mit ihm die damalige Treppe aus dem Kabinengang runtergegangen und habe ihm gesagt, ich sage, Krešo, ich sag, wir gehen da jetzt raus, wir gehen da runter und jeder hier im Stadion will, dass wir gewinnen. Ich sag, und wir werden euch weghauen, kannst du sicher sein. Gelacht, ja, der war trotzdem lange, du kannst nachher kommen zu unserer Aufstiegsfeier. Wir haben da in Hildesheim was gebucht, alles okay. Ich sag, gut. Dann ist das 1:0 gefallen, Gerald Asamoah, Flugkopfball, ich denke, ein sensationelles Tor. Es war ein hochdramatisches, hochspannendes Spiel. Ich durfte dann auch noch die Vorlage zum 2:0 von Vladan Milovanovic geben. Jens Rzeszewski erkämpft den Ball im Mittelfeld, rechts raus zu Gerald Asamoah. Zurück zu Fabian Ernst, der auf den zweiten Pfosten flankt, auf dem ich mich postiert habe. Ich lege den Ball zurück und der Vladan Milovanovic macht ein sensationelles Fallrückzieher-Tor. Und als wir dann uns durch die Verlängerung gerettet haben, weil wir hatten einige Spieler, die mit Krämpfen weitergespielt haben. Damian Brezina fällt mir ein, lag, glaube ich, 20 Minuten mit Krämpfen am Rand und konnte nicht wieder aufstehen. Als wir das Elfmeterschießen erreicht hatten, glaube ich, da war jedem im Stadion klar, dass wir gewinnen. Wir wussten es, weil wir Jörg Sievers im Tor hatten und wir wussten, dass wir dran waren. Bruno Akrapovic gegen Sievers. Und Sievers hält! Die Krönung einer Superleistung am heutigen Tag. Jawohl! Francesco Copano. Fußballerisch ein Riesentalent. Aber beim Elfmeterschießen versagen auch ihm die Nerven. Und wieder ist Jörg Sievers der Held im Niedersachsenstadion. Diese Bilder kennen wir von 1992. Man könnte sie fast jetzt wieder einspielen von damals, aber die aktuellen sind viel schöner. Nach dem Spiel hat Krešo leider 2 Tage erstmal nicht mit mir gesprochen und dann haben wir telefoniert. Und ja, er war da immer noch überrascht über das Wir-Gefühl, was im Stadion herrschte. Das war schlicht und ergreifend ein sensationelles Spiel. Von der Dramatik her für mich auch einmalig. Und das ist so mein persönlich größtes Erlebnis mit Hannover 96.